Hi, ich entpacke heute und teste den MacBook Pro 16 Zoll. Willkommen bei Sartre, stay tuned. Ein unscheinbares Päckchen aus China ist nach Einzelnen gekommen, exakt 10 Tage nach der Bestellung auf der Apple-Seite. Schauen wir mal rein, was es so zu bieten hat. Wir machen einen Test nur für euch auf Sartre. Wo öffnet man das Päckchen? Auf dem Tisch, Sofa, auf dem Boden. Nach stundenlangem Recherchieren und Prokrastination nun gefunden. Wir machen es auf dem Tisch. Bitte vergesst nicht wie üblich Subscribe und Like und los geht's.
springen nun 10 Tage in die Zukunft und zeigen unsere ersten Erfahrungen mit dem MacBook Pro. Zuerst die Spezifikationen. Das ist der bessere der beiden 16 Zöllern mit 8 GB RAM Grafikkarte, 32 GB RAM Speicher und 1 TB SSD. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich den Mac besonders stresse. Dennoch konnte ich mit Lightroom Classic über 1000% CPU-Leistung erreichen. Ich weiß nicht, wie das geht bei 8-Core-Prozessoren. Wenn dir das jemand weiß, bitte unten in den Kommentaren reinschreiben. Akkulaufzeit. Tja, 11 Stunden konnte ich nie erreichen. Meine schlimmste Zeit war 2 Stunden 20. Ich weiß nicht, wie sie das testen, aber es ist wirklich irgendwie eine Dummy-Standard-Konfiguration, die kein Mensch hat. Meine Standard-Applikationen wie Google Drive Sync und der SpiderOak One Sync sind aktiviert. Ständig war Google Chrome mit etwa 20 Tabs offen. Ab und zu Safari, selten. Und vor allem Firefox zwischendurch zum Entwickeln und Testen. US-Gesetze verbieten leider größere Akkus als 100 Wattstunden, somit ja. Was man noch feststellen kann, ist, dass der Mac sehr, sehr heiß wird. Man merkt das dort, wo die Handflächenablagen sind. Im direkten Zusammenhang steht wohl auch der ständig laufende Lüfter bei mehreren geöffneten Applikationen. Und das wären eigentlich schon fast alle negativen Punkte. Einige würden den Preis noch als einen negativen Punkt definieren. Ich möchte aber hier einen Vergleich ziehen mit einer ähnlichen Konfiguration mit dem ThinkPad P53 von Lenovo, der dem gleichen Prozessor, gleiche Anzahl RAM und vergleichbaren Monitor ungefähr auf 500 Franken mehr kommt. Nach einer eventuellen Aktion würde das von etwa 300-400 Franken, je nachdem, würde das etwa auf 4000 Franken kommen. Also sprich, der Preis ist bei MacBook Pro ziemlich kompetitiv in diesem Bereich. Leider konnte ich bei dem ThinkPad P53 das Betriebssystem nicht wegbekommen. Ich hätte gerne Linux drauf gehabt und das wäre auch mein Favorit und etwa 200 Franken günstig. Wie schlägt sich nun der 16 Zöller im Alltag zum Beispiel im Vergleich mit einem 2017er MacBook Pro 13 Zoll i5? Bei der Webentwicklung merkt man kaum Unterschiede. Erst bei den intensiveren Applikationen spürt man doch die Geschwindigkeit. Würde sich ein Umstieg von einem 2017er i5 MacBook Pro lohnen? Aus meiner Sicht nur wegen des Bildschirms. Man hat doch mit den 16 Zoll deutlich mehr Platz auf dem Bildschirm und kann es auch wirklich im Laptop-Modus deutlich besser verwenden. Ansonsten aber für einen Webentwickler und Programmierer ist es so, dass es ziemlich eigentlich wurscht ist. Denn die Geschwindigkeitszuwächse merkt man nicht so direkt. Jedoch bei gewissen Situationen, wie zum Beispiel bei einem Batch-Script, Python-Batch-Script, welches die Webseiten scrapt, also sprich Screenshots macht und sie irgendwo abspeichert, kann man zum Teil gewisse Vorteile sehen. Das ist nur subjektiv. Ich habe es nicht gemessen, aber es ging etwas schneller voran. Und nun noch ein paar Impressionen. Thank you.
So, das Fazit nach 2 Wochen Verwendung des MacBook Pro 16 Zoll, welches ich vor etwa 10 Tagen bekommen habe oder 2 Wochen, ist eigentlich positiv. 2 Monate hatte ich bisher nur auf dem Linux gearbeitet, auf einem 5 Jahre alten Computer. Und dort hatte ich GIMP, Inkscape und verschiedene Web-Development-Tools etc. verwendet. Und davor hatte ich einen MacBook Pro 13 Zoll i5 mit etwa 16 GB RAM. Und das hatte ich ziemlich 3 Jahre lang und ich konnte eigentlich das, was ich damals hatte, ziemlich gut hier replizieren und den Geschwindigkeitspush deutlich bemerken. Das Positive an diesem Gerät ist natürlich der Bildschirm. Er ist super. Man kann ihn wirklich jetzt auch überaus deutlich mehr sehen im Laptop-Modus, wie ich das nenne, dass man es verwendet. Man sieht dort deutlich mehrere Bildschirme, mehrere Screens etc. Ist wirklich toll. Der Leistungspush, wie bereits gesagt, ist deutlich spürbar. Ist er aber gut genug? Das muss jeder selbst entscheiden. Also 2017er oder 16er Hardware würde das sicherlich deutlich zu spüren sein. Bei späteren wahrscheinlich nicht. Auch ein paar negative Punkte gibt es natürlich auch noch dazu. Und das sind der Lüfter, der ziemlich schnell angeht. Und es wird auch sehr, sehr warm. Vor allem hier an den Handflächen und natürlich auch unten am Lab. Im Moment ist es jetzt gerade okay, nicht so schlimm, aber er kann sehr, sehr warm und heiß werden. Der Akku, maximal konnte ich irgendwie 7 Stunden, das habe ich erreicht und das Minimum eben 2 Stunden 20. Nach 2 Stunden 20 ist er abgelegen und das hat mich wirklich überrascht, weil ich dachte, mindestens 3,5 bis 4 Stunden sollte schon halten, auch bei intensiven Arbeiten, aber dem war nicht. So, vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bitte liked und subscribed und wenn es wieder heißt, Sartre Review and Unboxing.